Und damit ein Hallo und ein herzlich willkommen im nächsten Level Alcatraz bei Tony Hawk Pro Skater 4. Und machen direkt mit Ranger Run weiter. Ranger Run glaubt, tatsächlich, er ist schneller als ich. Am besten, du skitschst an meinem Wagen und machst mit mir die 1-Minuten-Tour über Alcatraz. Dann sieht er schon, wer schneller ist. Ja, halt dich fest. Wir wirklich nur 1 Minute um... Hört euch diesen Kram an, das interessiert uns gar nicht. Vertrappt die Möwen, erfüllt, festhalten und weiter geht's. So, natürlich, man kann schon sehen, das sieht hier ein bisschen verwüstet aus. Ist natürlich klar, ist ein Gefängnis, ein ganz altes. Aber ich glaube, das wird heutzutage gar nicht mehr benutzt. Ich glaube, damals, als das Spiel rausgebracht wurde, wurde das noch benutzt. Aber heutzutage ist, glaube ich, ein Level, was, ja, nicht ein Level, sondern ein Land, eine Insel eher gesagt. Ja, die halt nicht mehr so benutzt wird. Hallo, wir haben es doch erfüllt. Danke dir. Du kannst auch ruhig die Fresse halten. So. Damit haben wir schon das 33. Ziel hinter uns und machen Olli besser. So. Okay, nein. Und die Dächer sind noch zu, das ist gut so. Woohoo! Ohne Schaden. Und da ist Elissas Teamer mit unserem nächsten Highscore-Ziel. Und das sind diesmal nur 55.000. Also es wird nicht unbedingt so schwer. Vor allem, weil wir das meistens eigentlich in einer Kombo schaffen könnten. Ja. Sie hat auch ein Hoverboard. Schön. Bei dir steht sogar Tony Hawk Pro Skater 4 drauf. Noch schöner. So, Spin noch verbessern. Und dann zum nächsten Ziel. Und das habe ich schon da hinten gesehen. Ich glaube, das ist ein Wettbewerb. Und ich sehe gerade was, wir haben ja schon einen Trick hier, der ja, uns gleich beigebracht wird. Irgendwie hier ist in letzter Zeit nichts mehr los. Machen ein paar Wettkämpfe und so. Wir haben halt nur eine halbe Minute Zeit. Und ja, das ist eigentlich keine Herausforderung wirklich. So. Aktuellen Lauf beenden. Ist zwar keine 99, aber ich glaube, das reicht auch so. Ich meine, ihr könnt auch 99 machen, wenn ihr wollt. Das sieht dann in etwa so aus. So, aktuellen Lauf beenden. Oh, doch keine 99. Ja, okay. Weil wir haben den Wettbewerb, glaube ich, schon mal gewonnen. Nein, was mache ich da? Oh, bin ich blöd. Ja, okay, ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, was ich mache. Weil sonst kommt wieder sowas raus und dann, ja. So, und damit haben wir den ersten Lauf, glaube ich, beendet. Ja. So. Wir sollten vielleicht jetzt beim nächsten Mal eher gesagt, darauf achten, was wir drücken. Boah, was ich eher drücke. Weil ich könnte ja gar nichts dafür, als ich so eine Scheiße baue. Nö, ihr könnt ja nichts dafür. Oh, ich liebe die Tony Hawk Musik. Sie ist wirklich so... sie passt einfach dazu, wenn ihr versteht. So, aktuellen Lauf beenden. Das ist auch 99,9. Und wir haben, glaube ich, den Lauf. Jetzt können wir den aktuellen Lauf auch beenden. Und da ist irgendein... Zwei Leute sind wohl ein bisschen ganz dicht. Die finden schon, dass wir allein stehen. Richtig geil. Ja, haben jetzt aber auch den Wettbewerb geholt und gewonnen. Und gut so. So, Rodney Mullen steht da hinten. Na du, lass uns mal was Neues probieren. Mach die Anzeige voll, mach einen Semi-Flip. Ach ja, über den Bulldozer noch als Klassiker, als klassische Zugabe. So. Frage der Fragen ist jetzt natürlich, wir haben jetzt einen neuen Special-Punkt frei. Können also jeden Kack-Special-Trick da reinmachen. Das müsste mal Tricks bearbeiten machen, Special-Tricks, da haben wir ihn nicht zugewiesen. Wir können so viele Tricks haben, aber wir können nicht alle einsetzen. Deswegen finde ich, wir sollten noch einen Grind dazu tun. Flip Kick Dead? Lol. Muska Beats, Nose Grind to P-Road. Gibt's keinen guten Grind? Salat Grind. Ja, super.
Haben wir hier irgendwo einen? Der Double Blunt Slide ist auch ein Special Trick hier noch. Gut, Quay Slide auch noch. Cartwheel 50-50. American Tribute. Oh Gott, ey, wir haben so viele gemeint. Wir nehmen einfach mal Flip Kick Dead, weil er einfach so geil gerade klang. Und setzen den auf da und müssen mal gucken, was wir da haben. So, weiter. Was haben wir denn da? Was? Yay! Eine Rolle machen wir. Super. Ab nach oben mit uns. Ja, dann hauen wir uns einfach noch auf die Fresse. Alles klar. So. Ranger Run! Oh, ich habe eine Idee. Wenn ich hier eine Rampe aufstelle und du an meinen Wagen skitschst, kannst du sicher beide Toiletten auf den Weg zum Hang auf dem Parallel. Ja, klar. Ich kenne die Aufgabe. So, und das ist die Rampe. Wuhiu! Wuhiu! Natürlich will kein Mensch das überleben. Aber das interessiert dem Spiel ja auch gar nichts. Und jetzt kommt noch dieses unnötige. Ja, wir haben es geschafft. Ist crazy, aber ist auch lustig auf eine Weise. So, gehen wir mal ein bisschen zum Südgelände, denn hier wartet noch ein Minispiel auf uns. Und zwar hier. Die mysteriöse Stimme. So, ein bisschen Bälle schlagen. Und wir kriegen für jeden Ball 25 und wir müssen 500 holen. Also könnte ein bisschen dauern. Wir machen Home-Run nach Home-Run und dabei fliegt in einer geraden verdammt Linie weg. Aber wir haben damals, ich hatte ja auch mal ein Skateboard zu Hause, wir haben damals wirklich im Garten Baseball gespielt und ich habe wirklich mal ein Skateboard genommen. Alter, da kommt Wucht hinter, das glaubt man gar nicht. Das war, glaube ich, ein Elfrad noch. Doch, stimmt, wir haben mit der ganzen Wohngemeinde haben wir zusammen Baseball gespielt. Und das sah schon verrückt aus. Nee, ernsthaft, das sah schon richtig verrückt aus. So, um weiter Bälle holen. Vorhin hat es auch sehr viel Spaß gemacht, weil, wer kommt schon auf die Idee? Ach verdammt, der war zu kurz wieder. Wer kommt schon auf die Idee, mit einem gammeligen Tennisball, einen Stock, einen breiten, einen Stock, einen breiten und natürlich, ja, ein paar Leuten, ne, 6, 7 Stück. Vielleicht auch mal 8, dann hatten wir so 4x4 Teams. Das hat ja ausgereicht für unser... Verdammt, ich treffe nicht mehr. Ich treffe nicht mehr. So. Komm, wir müssen noch ein paar Punkte holen. Und natürlich wieder zu kurz. Ah, kommt noch einer. Okay. Natürlich. Wir haben es vorher auf dem Wachmann angesehen. So, und noch einmal. Ups, Entschuldigung. Ich habe mich gerade mal an die Nase gekratzt. Deswegen kam ich ans Mikrofon und ja. Bald kommt ja auch mein neues Mikrofon. Man denkt, wir gehen von Samstag aus. Ich bin mir nicht sicher. Mir wurde auf jeden Fall gesagt, frühestens Samstag. Und ich freue mich dann, wenn Samstag wirklich schon da ist. Dann geht nämlich die Party richtig ab. Ne, ernsthaft, dann geht's richtig ab hier und ich freue mich eigentlich schon drauf. Verdammt. Lass doch mal diese langsamen Bälle sein. Auch wenn ich hier, weil diese langsamen sind richtig gemein. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Oder müssen wir noch 50? Ja, wir müssen tatsächlich noch 50. Nein. Komm. Mein Gott, ey, das Minispiel geht mir langsam auf den Keks. Wir wollen heute auch noch irgendwas schaffen. Wir haben gerade mal 5 Ziele geschafft. Na also, geht doch. Hier müsste doch, glaube ich, auch einmal stehen. Ja, genau. Unser nächster Profiscore. Über die Schlucht der Verdammten. Schau dich nach unten. So, sind wir auf dem Dach und da steht noch jemand. Ich meine, auf dem Dach kann man die perfekten Punkte machen, die man schon sieht. Ich glaube, wir haben schon so viel, aber es interessiert mich nicht. Ich will lieber ein bisschen mehr haben, nur um sicher zu gehen. Ich weiß, ich übertreibe gerade. So, wir haben nur 1,4 Millionen gemacht. Super! Ja. Und ich glaube, der Typ da, der will von mir... wo ist der Typ? Da.
Tourist. Terrorist. Ja, schaffst du Skate in 2 Minuten? Da vielen Leuten würde der Spruch nicht mehr richtig ein. Und dieses Skate ist auch nicht wirklich das Schwerste. Weil, Leute, schaut euch das an. Das ist wirklich alles in einer Liste aufgetragen, so, und dann zack, und dann haben wir es auch schon. Yeah, und wir nehmen schon wieder 10 Minuten und 30 Sekunden auf, fast, mit Intro, und machen noch ein bisschen weiter, denn ich habe gerade viel Spaß, sehr viel sogar. Und desto mehr wir schaffen natürlich in einer Runde, wohl gesagt, in einem Part, desto weniger Parts brauchen wir. Und ich meine 100%, ne, das dauert schon ein bisschen. Possible aufs Dach, übers Dach mit Kickflip beenden. Das wird ja gar nicht so schwer sein. So. So schaffen wir auch noch sehr viele Ziele eigentlich dabei. Wobei ich sagen muss, die Ziele sind ja auch nicht unbedingt jetzt noch so schwer. Ich will später schwerer sein, wenn wir dann so irgendwie, keine Ahnung, wie viele Punkte machen müssen. Okay, hör zu. Das wird ein Spaß. Zeig mal, wie schnell du 30 Touristen von diesen nervigen Touris und so in Wasser werfen kannst. 1, 2, 3, 4, 5, ja, ins Wasser werfen, ne? Ich weiß nicht wie, wir gehen rechts an ihnen vorbei und die fliegen auch nach rechts. Und wir müssen auch einfach nur durch die fahren. Haben wir nicht sehr viel Zeit deswegen. Aber es ist auf jeden Fall lustig gemacht. Ich finde die Idee genial. Wer kommt schon auf so eine scheiß Idee, die Touristen unter Wasser werfen? Auf so einen Spaß muss man erstmal kommen. So, als letztes Punkt noch. Ja, das sieht auch gut aus. So, ein Ziel machen wir jetzt noch. Und zwar müsste hier ein Typ sein, der sagt, oh, Combo. Hier sind sogar zwei. Der ist der Combo-Typ. Ja. Mach die Combo zum Ufer. Bin ich jetzt übers Ding gesprungen? Tatsache, ich bin übers M gesprungen. So, alles gut. Ja, als ob die Kombo mich so abhängt. Den habe ich gezeigt, den Typen. So, wo machen wir jetzt? Wir machen auf Manual. Wir haben so wenig Manual gemacht. So, und hier ist noch ein Typ. Yeah, hey, vor 40 Jahren bin ich ausgebrochen. Sie haben mich noch immer nicht erwischt. Sicher doch. Wie hast du denn überlebt? Schmeiß möglichst viele Dinge um sie abzulenken und hau auch ans Nebelhorn. 1. Wir kriegen übrigens immer 3 Sekunden. Es wird auch gezeigt mit einem schönen kleinen Pfeil, wo wir als nächstes was umschmeißen müssen. Ist auch lustig, die Idee. Ich meine, diese Ideen sind richtig genial. Schmeiß Sachen um die Leute abzulenken, dass sie die hier nicht irgendwie... Ja. Dass du die ablenkst und der Dieb kann auch ausbrechen. Ich meine, auf die Idee muss man kommen. So. Geschafft. Lenk die Wachen ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und im nächsten Part geht es dann hier weiter. Und bis zum nächsten Mal will ich erstmal sagen, danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby.